allgemein mich dann hier zu entwickeln und mit auch so vielen Fans hin zu spielen und so, das war dann der ausschlaggebende Punkt. Ich bin halt relativ präsent in der Box, deswegen möchte ich natürlich einfach dem Verein weiterhelfen oder unserer Mannschaft weiterhelfen und so viele Tore wie möglich machen. Die Mannschaft hat mich überzeugt, die Bedingungen vor allem und die Ambitionen, die der Verein hat. Das ist eine spannende Aufgabe, mal nach langer Zeit in Meppen wieder eine neue Aufgabe für mich. Ich freue mich drauf, ja. Ja, Yannick Meder, willkommen beim FC Energie Cottbus. Schönen guten Tag, hallo. Du kommst aus der dritten Liga. Chemnitzer FC war unter anderem auch ein Konkurrent für Energie Cottbus. Du hast dich trotzdem für Cottbus entschieden. Warum? Ja, ich war 3 Tage hier, hat mich alles überzeugt. Die Mannschaft hat mich überzeugt, die Bedingungen vor allem und die Ambitionen, die der Verein hat. Das war so der ausschlaggebende Punkt. Du triffst dich auch ein sehr junges Team. Jetzt, wir haben gerade mit Max Krämer gesprochen, der mit 31 der Dienstälteste ist. Wie ist die Situation für dich? Ja, es ist immer schön, mit jüngeren Spielern zusammenzuspielen. Da bin ich zumindest nicht der Jüngste. Ja, ich versuche ihnen zu helfen, was mitzugeben und das ist das Ziel. Welche Stärken bringst du mit? Ja, ich denke mal, meine Athletik, meine Dynamik, mein geradliniges Spiel sind meine Stärken. Ja, das ist das, was mich ausmacht. Und direkt im ersten Testspiel gegen Groß-Gerlo hier ein unterklassiger Gegner, aber hast du direkt 2 Tore gemacht? Hat sich direkt gut angefühlt hier? Ja, es war schön, mal wieder zu spielen. Hier in Cottbus vor allem bei einem Testspiel 90 Minuten zu gehen, ist mal wieder ein schönes Gefühl gewesen. Demnächst kommt jetzt mehr dazu als festverpflichteter Spieler. Was setzt du dir selbst als Ziel für die Saison? Na, mein Ziel persönlich ist es, viel zu spielen, der Mannschaft zu helfen mit meinen Qualitäten und so Spiele zu gewinnen. Am besten alle. Kanntest du vorher schon Spieler hier oder war das völlig neu? Nee, ich habe ja schon Jahre in der Regionalliga gespielt. Da kennt man noch den einen oder anderen meistens als Gegenspieler. Jetzt Mitspieler, was umso besser ist. Was hat dich am besten oder am meisten von Cottbus, der Stadt, überzeugt? Muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nicht viel gesehen. Ich war ja nur im Hotel bisher, ab und zu abends mal essen, ein bisschen in der Innenstadt, die ganz schön ist, aber viel noch nicht gesehen, nee. Max Krämer, willkommen in der Lausitz. Heute früh wurde erst eine Verpflichtung bekannt gegeben. Wie fühlt es sich an? Ja gut, ich freue mich hier zu sein. Ist eine spannende Aufgabe. Mal nach langer Zeit in Meppen wieder eine neue Aufgabe für mich. Ich freue mich drauf, ja. Du bist jetzt einer der Dienstältesten direkt in Cottbus, wurdest als erfahrener Spieler geholt, hast Regionalliga- und Drittliga-Erfahrung. Was denkst du, kannst du dem gerade jungen Team mitgeben? Ja, bin halt, glaube ich, sogar momentan der Älteste in der Truppe. Ja, ich habe ein bisschen was erlebt schon in den letzten Jahren und ja, ich versuche dann auch meine Erfahrungen an die Jungen auch weiterzugeben und zu helfen und ja, kann jeder gerne auf mich zukommen, wenn er Fragen hat und ja, aber am besten füge ich mich halt jetzt erstmal schnell ein in die Truppe und ja, dann hoffe ich, dass wir eine erfolgreiche Saison haben werden. Was gab den Ausschlag für Cottbus? Ja, die Verantwortlichen haben sich sehr um mich bemüht, sind dran geblieben in der Phase, wo es halt unsicher war, auch durch Corona und dies und das. Deswegen ja, hat mir das schon imponiert und ich bin froh, dass das geklappt hat. Kennst du schon Spieler aus dem Verein jetzt? Ich habe mit Rico Gladro in Rostock und in Wilhelmshaven zusammengespielt. Dadurch ist auch so ein bisschen der Kontakt, glaube ich, entstanden und deswegen ja, ich bin da nicht, oder ich kenne 1-2 Leute halt auch durch andere Spieler, durch ehemalige Mitspieler. Und ja, man hat auch gegen ein paar Leute halt aus der Truppe auch schon mal gegeneinander gespielt, ja. Jetzt kommst du aus der dritten Liga von Meppen. Ist das ein Rückschritt oder für dich wirklich die Chance, nochmal oben anzugreifen? Ja, ein Rückschritt würde ich nicht sagen. Ich wollte halt einfach nur wieder eine neue Aufgabe, die mich reizt. Und das tut es hier und deswegen ja, bin ich froh, dass ich halt hier bin. Ja, Patrick Staub, du bist der vierte oder erste neue Jahr eigentlich gewesen. Willkommen beim FC Energie Cottbus. Dankeschön. Als Abwehrspieler ein Recke von Mann hier vor uns. Ist das eine gute Verpflichtung? Was denkst du? Ich denke schon, ja. Zweitjobstart auf jeden Fall, denke ich. Und ja, kann da ordentlich mal zwischenhauen, sage ich mal, auf gut Deutsch gesagt. Du hast beim Hamburger SV2 bis jetzt deine Spielerfahrung gesammelt. Was ist der Unterschied zu Energie Cottbus? Na klar, die Größe des Clubs, also im Gegensatz zu HSV2. Ja, die Ambition natürlich auch. Und die Fans, würde ich sagen, ja. Ist das für dich einfach ein Entwicklungsschritt, den du jetzt hier gehen kannst oder willst? Ja, auf jeden Fall. Also klar, hier Erfahrung sammeln und viele Spiele machen hoffentlich und natürlich dann auch oben mitspielen. Ne? Wie spielt sich momentan mit Jan Koch zusammen? Sehr schön, also es macht sehr, sehr viel Spaß. Wir kommen auch gut miteinander klar, auch in der Kabine und so. Macht sehr viel Spaß. Was denkst du, wo Energie Cottbus am Ende der Saison stehen kann? Ja, hoffentlich unter den ersten 3-4ern, würde ich sagen. Also können auf jeden Fall. Ob wir es nachher schaffen, müssen wir herausfinden. Neben deiner Kopfverstärke, was macht dich stark für den FC Energie?
Ja, ich würde sagen, meine Robustheit. Klar, auch Zweikampfstärke so und mein Aufbauspiel, würde ich sagen. Und was hat für dich den Ausschlag gegeben, von Hamburgers V2 nach Cottbus zu kommen? Ja, ich wollte allgemein einen Tapetenwechsel haben und es ist ein riesen Traditionsclub hier. Und ja, allgemein mich dann hier zu entwickeln und mit auch so vielen Fans hinzuspielen und so, das war dann der ausschlaggebende Punkt. So, Nils Stettin, willkommen beim FC Energie Cottbus. Willkommen jetzt, also ja, Dankeschön. Du bist als Stürmer verpflichtet worden, neben Felix Brückmann, der letzte Saison hier so Top-Torjäger war. Wie ist es bis jetzt, das Zusammenspiel? Ja, ich denke ganz gut, es funktioniert ganz gut. Wir trainieren ja fleißig und probieren uns gegenseitig aufeinander abzustimmen. Von daher denke ich, das wird bis zum Saisonstart. Auch an dich die Frage, was gab denn den Ausschlag für diesen Verein? Ich glaube, das ist einfach die Tradition auch, das Stadion, die Fans, es macht einfach Spaß oder es wird einfach Spaß machen, wenn die Fans wieder dabei sind, das ganze Umfeld, wie professionell das hier ist. Das war einfach mit der ausschlaggebende Punkt und vor allen Dingen auch die Mannschaft, dass hier einfach ein Team zusammenwachsen soll, dass es einfach, dass wir eine Mannschaft sein sollen, das hat mir sehr, sehr gefallen. Was sind deine Stärken, die du selbst mit einbringen willst? Ich denke, für meine Größe bin ich relativ schnell und halt auch kopfballstark und ich bin halt relativ präsent in der Box, deswegen möchte ich natürlich einfach dem Verein weiterhelfen oder unserer Mannschaft weiterhelfen und so viele Tore wie möglich machen. Mit Aufstieg am Ende? Das wird sich am Ende zeigen. Es sind viele gute Mannschaften dabei und am Ende werden wir sehen. Wir wollen natürlich gewinnen oder jeder Spieler will natürlich gewinnen, aber am Ende werden wir sehen, was bei rauskommt. Wie schätzt du die Regionalliga dieses Jahr ein oder in der kommenden Saison? Ja, wie ich schon gesagt habe, ich denke sehr gut. Also es kommen viele aus der dritten Liga auch runter oder auch die Aufsteiger. Man weiß ja nie, da gibt es manche Wundertüten, wo man nie weiß, wie sind die überhaupt. Ich glaube, dieses Jahr ist schon eine Top-Regionalliga Nordost. Von daher wird es auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit werden. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Dankeschön.